Geburtstagskind. Wo ist das Geburtstagskind? Mäuschen. Hallo ihr Lieben da draußen, heute, anlässlich meines kleinen Babys Geburtstag, drehen wir ein kleines Follow Me Around. Und ja, wie man sieht, der Kleine ist schon wieder ganz müde. Es geht jetzt gleich raus in den Garten, also jedenfalls der Dicke schon mal. Ich werde dann noch seinen Kuchen zu Ende backen, ihr seid natürlich mit dabei. Ich muss mich dann noch ein bisschen fertig machen und ja, wie gesagt, ihr seid heute mit dabei. Oh Mäuschen, bis später. So, ich habe jetzt gerade schon mal den Dicken im Garten abgeliefert und ich fahre jetzt noch mal kurz nach Hause, weil ich muss ja noch den Kuchen fertig machen und mich ein bisschen schminken quasi, ne? Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich glaube, der Vorher-Nachher-Unterschied ist deutlich zu erkennen. Im Moment bin ich eher gerade auf den Trip vom natürlichen Make-up. Also ich trage ganz, ganz oft wirklich nur ein bisschen Wimperntusche. Gerade im Moment auch keine falschen Wimpern, habe ich irgendwie gerade keine Lust richtig dazu. Ich bin ja auch am Überlegen, ob ich mir diese Fieber-Lash-Mascara, dieses Gedöns da kaufe, was auch schon ganz, ganz viele Videos bei YouTube hat, oder ob ich wirklich mal dieses Revita Lash ausprobiere. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr besser finden würdet. Also ich würde vom Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich die Mascara besser finden. Weil quasi erstens mal ist es günstiger und zweitens mal sieht man den Erfolg natürlich gleich. Bei Revita Lash würde es natürlich wieder Wochen dauern, bis man da irgendwie was sieht. Ja, ich bin mir irgendwie noch nicht so richtig sicher und überlege halt immer noch, was ich so richtig mache. So, nichtsdestotrotz, jetzt wird der Kuchen endlich fertig gemacht und der sieht bis jetzt so aus. Ich habe halt aus Hackfleisch so ein kleines niedliches Herz gebacken. Es ist leider etwas eingegangen, aber gut. Und da werde ich jetzt noch aus Leberwurst und Frischcreme noch so eine richtig schöne Glasur draus machen und ein bisschen dekorieren, noch mit Trockenfutter. Und ja, hier fliegt eine hässliche Fliege rum. Jedenfalls, so, der Kuchen ist jetzt fertig. So sieht das Ganze aus. Irgendwie sieht es eigentlich richtig lecker aus. Sieht fast aus wie eine normale Torte. Ja, essen könnte man sie halt quasi auch, ne? Ist ja eigentlich nur Leberwurst, Frischkäse, normaler Käse und Hackfleisch. Gut, ein paar Leckerlis sind jetzt noch am Rand mit dabei, aber ja. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu den anderen im Garten und dann sehen wir uns später. Dann gehen. Na los. Na los, ran da. Na, was denn jetzt? Na los. Los. Wissen Sie nicht, was Sie machen sollen? Na, das ist für euch. Komm her, Mäuschen. Komm her. Drei rein dort. Komm her. Na, fein. Genie, komm her. Na, Genie auch. Ja? Alles zum Geburtstag,
Und gleich wieder was zu futtern. Nee. Na Mäuschen, was hast du da bekommen? Na komm mal her, zeig mal der Mama. Na, was hast du denn da Schönes? Komm, wir müssen das auspacken. Komm mal her. Na, ich weiß, nimm's gleich mit, Schläfe. Na, schmeckt das, Mäuschen? Schmeckt das, ja? Nicht gut. Mhm. Mhm. Oh, ich auch mal probieren hier. Oh ja. Na, Paprika. Knotchen, Knotchen. Mm. 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 Hast du mich? Moja, Knotchen. Moin. Ich frage die Karte, die dann nochmal sitzen kann. Hm? Muss mal deine Kamera auf. Mäuschen. Guck mal da. Jetzt knutschen. Attacke! Jetzt knutschen. Da kannst du sie nicht halten. Wir brauchen noch Blöden, die dann erst den Brot haben. Wenn du nicht mehr durchhältst, dann. Jetzt fressen sie Gras gemeinsam, wa? Ja. So, wir haben jetzt den Dicken nochmal gebadet. Der war ja ordentlich schmutzig gewesen vom Garten. Und jetzt ist er natürlich richtig schön aktiv und will natürlich noch ein bisschen spielen. Ja, ich möchte an dieser Stelle dann Tschüss sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, eure Pobi.